Servus, liebe Rollenspielfreunde, hier ist euer Mike, frisch mit einem neuen Projekt, und zwar Final Fantasy XV: A Realm Reborn. Ja, ich freue mich riesig auf dieses Projekt. Was das Ziel ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wohin uns dieses Projekt führen wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da richtig Bock dran haben werde. Ich habe das jetzt schon mal angezockt. Und ich will für dieses Projekt keine typische Klasse, also wie das jeder macht. Ich will einfach mal was anderes machen. Ich habe da auch schon genau die richtige Rasse, die das auf jeden Fall ermöglichen wird. Und ich weiß nicht, wollen wir die Eröffnungssequenz gucken? Ja, sie gehört halt dazu. Na komm, wir gucken sie zusammen. Der Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eorzea, das von den Göttern geliebte Land. Der Kristall ließ es erblühen und große Zivilisationen hinterließen ihre Spuren, die in glückseligen Zeitaltern des Lichts erglänzten. Doch jedes Mal verging, was ewig Bestand zu haben schien. Im Jahr 1572, im sechsten, letzten Zeitalter des Lichts, kam es auf der Kartenoer Heide zu einer erbitterten Schlacht. Dort die Galliar, die den Kontinent einzunehmen suchten. Und hier die Streitkräfte der drei Stadtstaaten, vereint zur Eorzeischen Allianz. Doch der wahre Gegner war Dalamut, der Mond, der galliischer Kontrolle entglitten, zu Boden fuhr. Er war der Kerker eines Gottes, Bahamut, dessen Zorn sich nun auf alles entfesselte, was sich ihm bot. Die siebte Katastrophe war da. Er freut sich. 5 Jahre sind seither ins Land gezogen. Noch trägt das Land die Narben des Unglücks und die Trauer sitzt tief. Dennoch lebt die Hoffnung in dieser Welt, die das Unglück mit Gefahren und Rätseln belohnt. Eorzea ist auferstanden. Schreitet in das siebte Zeitalter des Lichts. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm. Und der Urkristall möge ihn leiten. Ja, ist das mal kein episches Intro. Also ich hatte richtig Gänsehaut beim ersten Mal. Richtig genial. Ja, das einzige Manko, was dieses Spiel hat, es hat keine Audiovertonung, außer eben in den Zwischensequenzen. Das heißt, ich werde euch alle Dialoge vorlesen. Weil diesmal möchte ich auch mit euch zusammen die Geschichte erleben, nicht wie bei Pokémon zum Beispiel. Hier, das ist mein erster Charakter, den habe ich jetzt auf
Stufe 3 gespielt. Da habe ich einen Rügardin genommen. Von der, vom Stamm der Lohegarde. Schutzgottheit ist auch schon. Und Marodeur, also so eine Art Berserker ist das. Und ja, neuen Charakter erstellen wir uns. Einen neuen Charakter erschaffen. Jawohl. So, ich habe mir nämlich schon überlegt, es gibt die Hyran, die Elesin, die Lalafell, die Mikote oder Mikote und die Rögardin. Ich habe mir überlegt, ich nehme für dieses Let's Play die Lalafell. Ihr könnt einmal Pause machen bei den Hyran, bei den Elesin, bei den Mikote und den Rögardin. Denn das werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern nur von der Rasse, die ich nehmen werde, die Lalafell. Ihr kindliches Aussehen macht es nicht gerade einfach, ihr Alter zu schätzen, aber ungeachtet ihrer kleinen Statur sind die Lalafell unglaublich flink zu Fuß. Früher lebten sie als Ackerbau betreibende Stämme auf den südlichen Inseln, doch da handelt ließ sie immer weiter ins Innere Eozeras vorstoßen. Sie sind freundlich und mittelsam und unterhalten zu allen Völkern gute Beziehungen. Die kleinen Racker werde ich spielen. Heimlinge oder Sandlinge? Die Heimlinge haben sich in den Welten, in den weiten Ebenen von Lanoskea niedergelassen. Viele widmen sich der Landwirtschaft, doch es ist auch nicht ungewöhnlich, sie in Limsa-Luminsa anzutreffen, wo sie als Fischer und Matrosen arbeiten. Sie sind unbekümmerte Gesellen, doch sie haben auch oft ihre eigenen Vorstellungen und die können sie auch durchsetzen, wenn es darauf ankommt. Zu den Attributen kommen wir gleich. Oder die Sandlinge. Die Sandlinge kommen aus der flirrenden Hitze der Wüsten von Tanalan. Sie waren es, die Ulda mit eigenen Händen aufgebaut haben. Und zu einem guten Teil sind sie auch die Begründer des Reichtums der Stadt. Ihre Spontanität und ihre praktische Veranlagung ergänzen ihren untrüglichen Geschäftssinn hervorragend und lassen eine günstige Gelegenheit sofort beim Schopf packen. Das trifft nicht auf mich zu. Ja, und je nachdem, was man wählt vom Stamm, sind die Attribute am Anfang. Ja, und ich werde hier aber die Heimlinge nehmen, weil das andere ist, trifft nicht auf mich zu. Hier haben wir auch ein bisschen Stärke, ein bisschen mehr Geschick. Konzentration ist auch höher. Intelligenz ist genauso, aber wir haben weniger. Was heißt VLK nochmal? Willenskraft ist das, glaube ich. Und das FRM weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Ich gehe noch so halb blind hier in das Projekt. Jetzt machen wir erstmal das Aussehen. Wir sind entweder ganz kleiner unserer Art, aber wir wollen groß machen. So. Guck mal, dann können wir hier richtig dunklen unsere Rasse machen. Ja, weil dann machen wir doch. Was ist das? Ach du Scheiße. Jo. Hier. Zack. Das läuft. Die Friese sitzt. Ja, eigentlich will ich was anderes machen, aber ich finde meinen richtigen Charakter eigentlich total cool mit der Frisur. Und deswegen mache ich es auch wieder. Hier schön mit weiß. Was ist das? Ach, das Gesicht. Die Augenbrauen. Hier, wir haben einen richtigen Busch, haben wir. Kindliches Aussehen. Aber wir gucken böse. Jawohl. Größe der Iris. So, ja, Augenfarbe. Zack, richtig weiß, jawohl. So. Was haben wir jetzt? Die Nase. So oder so, sau klein sieht man eh nicht. Und hier einen größeren Mund. Die Lippenfarbe, nein, dann nehmen wir keine. Ist eigentlich scheißegal, wo wir draufklicken, denn die Ohrform. Hier so ein klein schelmisch. Die Ohrgröße hier, pfumm. Nee, da sehen wir aus wie Dobby, der Hauself von Harry Potter. Das wollen wir ja auch nicht. Gesichtsmerkmale. Hier können wir uns einen Ohrring reinklatschen. Jawoll. Das nehmen wir mit, so. Was ist das? Können wir uns hier noch... Oh Gott, nee, danke. Piercing... Ach Quatsch, Tattoo wollen wir nicht.
Merkmal auch nicht. Fabels Merkmals auch nicht. Ist gut. Ja. Das ist auch gut. Jetzt wird immer kindlicher, glaube ich. Das ist okay. Ja, so passt das auch. Jo, dann sind wir fertig. Lohengade Speicherslot. Komm, machen wir keinen Kommentar. Muss auch gar nicht. Die Daten wurden gespeichert. Jawohl. Und wir sind am 25. vom ersten Lichtmond. Ja, jetzt suchen wir uns hier eine Gottheit aus. Es gibt hier halt verschiedene. Zum Beispiel der Liebe und das Element des Eises, denn des Wassers und so weiter und so fort. Also es gibt hier wirklich viele. Ich wollte hier die hinteren mal angucken. Naltal, sie sind der zweigesichtige Gott des Handels und der Unterwelt und der Schutzgott Uldas. Ihr Element ist das Feuer und der 10. Mond im Jahr steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung sind Naltal Zwillinge. Künstler stellen sie oft in Gestalt eines scharfsinnigen Kaufmanns mit einer Waage dar. Ihr Symbol ist uraltes Muschelgeld. Jo, ich denke, das nehmen wir auch einfach mal. Das hat sich ganz gut angehört. So, und jetzt können wir gucken, was für eine Klasse wir nehmen. Ich würde schon gerne als Magier, aber Druide, Taumaturg, die arkane Kunst der Taumaturgie. Druide. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die arkane Kunst der Taumaturgie entfaltet eine verheerende Macht und bringt Unheil und Verderben über ihre Opfer. Die dafür nötige Kraft sind Taumaturgen aus sich selbst, indem sie mit Stäben den Äther, der ihr Körper durchströmt, kanalisieren. Taumaturgen sind Meister der arkanen Magie, mit der sie grässliche Wunden schlangen, scharf zu schwert. Jo, das hört sich cool an. Bin ich echt gespannt. Und wieder auf Shiva. Auf dem Server spiele ich, wenn ihr Bock habt. Wie heißt denn unser kleiner Mann? Wie heißen wir denn? Komm, wir nennen uns wieder Prox, wie mit den anderen. Prox, ja. YouTuber nix. Nein. Namensuche. Beim Berserker, da war kein Problem. Da wollte ich irgendwas Starkes. Ich glaube, ich hab's. Schnitt. Prox Schnittwind. Ja, das hört sich halbwegs okay an. Ich finde den Namen cool. Juhu. Und wie er sich freut, dass er endlich loslegen darf. Ich hab mir gedacht, ich durchspiele jetzt mit euch den Prolog, sag ich mal. Und dann geht's dann im nächsten Part dann richtig los mit dem Spiel. Das dauert jetzt noch ein klein bisschen.
da ich ja die Dialoge vorlesen werde. Ja, also macht euch auf einen längeren Part hier gefasst, aber ich hoffe, es gefällt euch. Und könnt ihr, wie gesagt, dann in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, ob ihr Bock auf weitere Parts habt. Ich meine, ich werde es so oder so machen. Hehe. Alles in Ordnung, Freund? Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man es nicht mit ansehen kann. Kommst mit dem Äther hier nicht zurecht, hm? Tja, manche sind empfindlicher als andere. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Wie er grinst. Aber sieht das nicht herrlich aus? Ich liebe Schokobos. Alles ist genial. Was für Luftschiffe. Halt! Sofort anhalten. Wie süß der Kleine. Verflucht, was ist denn jetzt schon wieder? Was? Zollkontrolle. Los, Männer. Durchsucht die Ladung. Hehe, wir sind hier alles ehrbare Leute ohne Fehl und Tadel. Und etwas mehr Liebenswürdigkeit gegenüber diesem jungen Mann wäre doch durchaus angebracht. Maul halten! Die Ehrbarkeit sehen wir gleich an dein Gepäck! Kommandant, er hatte Somnus Rauchharz bei sich. Aha, wusstest du, verbotene Substanzen. Väterchen, wollte das unschuldige Ulda verderben? Wir können die Sache gleich hier aus der Welt schaffen, gegen eine durchaus kulante Gebühr. Oder du kannst uns in eine gemütliche Zelle begleiten. Deine Wahl, alter Mann. Verflixt und zugenäht, dass sie es aber auch immer auf mich abgesehen haben müssen. Uah! Der Maltier, greif, Mann. Bleibt zusammen, macht euch bereit. Du hast Glück, alter Mann, aber dein Gesicht merke ich mir. Jetzt besser da schnell weg. Ja, Nisla. Oh Mann, das war knapp. Puh, das war knapp, beinahe da. Jetzt, wo er es sagt.
Das waren die Messingkling, sowas wie die Stadtwache von Ulda, die ihre reinsten Wegelagerer. Das sage ich dir. Die nehmen einen übler aus als alle Wucherer vom Goldbazar zusammen. Ein Hoch auf die Amaltia. Aber Scherz beiseite. Das wird nicht dein letztes Treffen mit den Echsen sein. Bleib immer schön auf der Hut, hörst du? Bis Ulda ist noch ein gutes Stück. Plaudern wir doch ein bisschen, wo du schon wach warst. Jeder sind nämlich eher von der schweigsamen Sorte, so scheint's mir. Brent ist mein Name, fahrender Händler, freut mich über alle Massen. Alle Maßen, Entschuldigung. Und du bist wohl ein Abenteurer, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Voll in Schwarze, wo wusstest du? Da ruft der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es hast, verstehst dich. Ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen in Zeiten wie diesen. Wie aufmunternd. Und wie bist du aufs Abenteuer angekommen, wenn ich fragen darf? Um stark zu werden. Stark, Tja, zu kämpfen gibt's für Abenteurer mehr als genug. Nicht schlecht, um deinen Waffenarm zu trainieren. Kennst du die Abenteuer-Gilde? Wenn du ankommst, solltest du dort gleich mal vorbeischauen. Die sagen dir, wo es in Ulda lang geht. Und einer von den Kämpfergilden beizutreten, wäre sicher auch keine schlechte Idee. Wer ein zünftiger Gladiator werden will, oder ein Faustkämpfer, der muss sich in Ulda trainieren. Das weiß jedes Kind. Und ein paar böse Zaubersprüche kannst du bei den Thaumaturgen lernen. Wenn das mehr dein Stil ist. Aber merk dir eins, es gibt Wichtigeres als Gil und Ehre, klar? Nichts ist umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Bist du eigentlich zum ersten Mal in Ulda? Ja. Eine kleine Anmerkung. Gil ist die Währung in Final Fantasy. Im Ernst? Wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Ulda ist der Marktplatz Eorzeras. Eine Hochburg des Handels, ein Paradies, um Geld zu scheffeln, zu investieren und wieder zu verlieren, wenn du es dumm anstellst. Die Royalisten und die Republikaner sind einander Spinnefeind. Ehre der Sultana, schreien die einen, und Gil regiert die Welt, die anderen. Jeder will selbst die Zügel in der Hand halten. Ulda ist die reichste Stadt Eorzeras, gar keine Frage. Aber wenn ich die hässlichen Machtkämpfe hinter den Kulissen sehe, was bin ich froh, dass ich da nicht selbst drin stecke. Und dann sind da ja noch die wilden Stämme, wie du gemerkt hast. Dass die Amaltia übermütig werden, ist in letzter Zeit geradezu an der Tagesordnung. Und das ist ausgezeichnet. Ein Fest für den Handel. Ein paar ordentliche Kämpfe und bumm, die Preise steigen in den Himmel. Aber es bleibt unter uns, ja? Ah, endlich! Vor dir liegt die Perle der Wüste, voll strahlenden Reichtums, posierenden Lebens und tückischen Intrigen. Tanalan, das karge Steppenland im Süden des Kontinents Aldenard. Inmitten des glühenden Sandes liegt eine Oase voll sprühenden Lebens und feiner Kultur, Ulda. Die unerschöpflichen Minen und Naltals Segen bescherten der Stadt ihren Reichtum, von dem die prächtigen Straßen mit Stolz zu erzählen wissen. Massive Mauern behüten Ulda wie ein kostbares Juwel, das sich nun einem Neuankömmling offenbart. Dieser Abenteurer ahnt noch nichts von seinem Schicksal. Sind wir nicht süß? Hier beginnt dein Abenteuer. Alles Glück der Welt, Freund. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen. Und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen.
Hier, das gebe ich dir zur Feier dieses frohen Tages, an dem die Halunken von Messingklingen mal nicht mit ihren Krummtouren davongekommen sind. Was kriegen wir wohl? Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Aber viel wichtiger ist ja Folgendes, dass du ein großer Held wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Welch außergewöhnliche Rolle wird er für dieses Reich noch spielen? Es beginnt in der Perle der Wüste. Wie wir laufen. Final Fantasy 15. Das größte Abenteuer, was unser Kanal bis jetzt gesehen hat und wahrscheinlich je sehen wird. Es sei denn... Ach, 15 sage ich. 14! Ist schon spät, ich darf das. Ist fast 3:30 nachts. Ich komme von der Arbeit. Da darf ich zum Blödsinn reden. Wahnsinn. Was das für Eindrücke sein müssen für so einen kleinen Wicht. Ich finde uns cool. Hab ich schön ausgesucht. Du da! Ja, du! Was, wer ist er denn, Mick Jagger? Bist du neu in der Stadt? Du bist ein Abenteurer. Das sehe ich auf den ersten Blick. Haha, schau nicht so eingeschüchtert. Ich beiße ja nicht. Hey? Ich sag dir meinen Namen. Freimund, mein Geschäft ist der Handel mit Informationen. Erkläre ich dir bei Gelegenheit gerne mal. Jedenfalls kann ich dir sagen, was hier in Ulda so läuft. Was denn? Ich verlange auch nichts dafür. Komm einfach mal her und mach schon. Na schön, was bleibt mir anderes übrig? Dann somit beginnt denn unser Abenteuer. Willkommen in Ulda, der Oase des Wohlstands, die sich aus dem Wüstentalans nährt. Entschuldigung, bitte wie aus, womit du das Spiel steuern möchtest, mit dem Controller. Ja, ich komme damit zurecht. So. Nun zieh dich doch nicht so. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Ja, okay, komm. Ja, Tutorial-Texte nicht mehr anzeigen. Danke. Brauche ich nicht. So, okay. Dann sag mal an. Weimann scheint dir etwas mitteilen zu wollen. Okay. Nehmen wir das mal an. Das ist leider immer ein bisschen verzögert, warum weiß ich allerdings auch nicht. Hehe, alles in Ordnung mit dir? Du tappst hier herum wie ein hilfloses Schokoboküken. Pass auf, dass dich im Gedränge niemand zertritt. Sei froh, dass du an den guten Weimund geraten bist. Nur heute und nur, weil du es bist, werde ich mich ausnahmsweise mal unentgeltlich von deinen Informationen trennen. Du willst in Ulda als Abenteurer dein Glück versuchen, dann solltest du als erstes in Treibsand vorbeischauen. Da die Abenteurergilde nämlich ihren Sitz. Da hinten also? Okay, gut gemacht. Die Schenke findest du direkt in diesem Protzbau. Die Treppen rauf kann man gar nicht verfehlen. Die Wirtin Momodi hilft dir sicher bei der Registrierung als Abenteurer. Sprich sie einfach an. Viel Glück, Küken. Wenn du als Abenteurer zu was gebracht und ein paar Gehgeschäfte hast, dann denk an den guten Weimund. Als Informationshändler stelle ich meine Dienste jedem zur Verfügung, da sie sich leisten kann. Ja, danke Weimund, würde ich mal sagen. Wirf einen Blick auf die Aufgabenliste, um ihn erfolgreich abzuschließen. Mit Momondi sprechen. Ja, wie gesagt, das ist leider immer ein bisschen verzögert. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht lange weitermachen, weil der erste Part, da geht jetzt schon lange genug. Und ich denke, wir können jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden noch sehr viel mehr erleben, das verspreche ich euch.
Und ja, lasst einfach eine Bewertung da. Über ein Like würde ich mich sehr, sehr freuen. Könnt auch ruhig ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dann, euer Mike.